Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Doch geht es jetzt endlich wieder weiter. Und ja, endlich geht es weiter. Leider nur eine kurze Folge, die so 10 Minuten ungefähr geht. Weil ich nicht so viel Zeit habe, gerade zum Aufnehmen leider. Aber ich habe immer so gedacht, wir bauen das hier vielleicht noch ein bisschen weiter aus. Hier schon mal wieder ein Fackelback. Das ist ja sehr erfreulich. Ich baue die Fackel nochmal ganz kurz ab. Und so stimmt das wieder. Ich würde mal sagen, dass wir... Leider kann ich jetzt nur ein bisschen wenig aufnehmen, aber auf jeden Fall wollte ich wieder aufnehmen, denn... Ja, das funktioniert jetzt doch wieder ein bisschen gut mit dem Rendern. Und jo, ich würde mal sagen, wir bauen das hier noch ein bisschen weiter aus. Warte mal, ich muss das erstmal nochmal abziehen. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal so mit den Raumeinteilungen ein bisschen an. Viecher begrüßen uns auch schon wieder. Ist ja ganz toll. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ach, Mist, ich hätte eigentlich das auch bei 10 lassen können. Das ist wieder Asen. Wie heißt das jetzt? Asymmetrisch? Egal. Na scheiße, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Aber das war ja eigentlich jetzt nicht so geplant. Warte mal, ich muss gleich erstmal eigentlich runtergehen. Denn ich bin nicht in der Nacht da... Oh. Nein, scheiße. So, da sollte was hin. Das Glas. Jetzt haben wir da endlich auch mal wieder Glas. So, was wollte ich denn jetzt machen? Was wollte ich... Achso, ich habe ja schon eine Spitzhacke gemacht. Gecraftet. Nicht gemacht, gecraftet heißt das. Mensch. Jo, tut mir leid, dass jetzt lange Zeit keine Videos kamen. Und wahrscheinlich wird es jetzt auch wieder für eine Woche oder so keine Videos geben. Denn ich bin immer noch im Praktikum und ich habe jetzt aber gerade mal wieder Zeit zum Aufnehmen. Deswegen habe ich mir gedacht, nutze die Zeit einfach mal. Und ja. Boah, das ist doch schon mal schön. Nachdem meine Festplatte nicht mehr ganz in Haut und ich aber trotzdem ein paar Tests gemacht habe, da scheint ja alles noch zu laufen. Ich kann damit noch rendern und alles. Also von daher, Let's Plays kann ich auf jeden Fall noch machen. Also von der Pocket Edition und ja. Und ich habe das Gefühl, es gab letztens für den Display-Recorder ein Update, in dem irgendwas mit Performance stand. Und ich merke das auch. Es läuft ruckelfreier, habe ich so das Gefühl, gerade als sonst. Ist ja richtig geil. Ja, und ich bin schon wieder erkältet. Das gibt's nicht. Schon wieder oder immer noch? Keine Ahnung. Und soll ich jetzt mal runtergehen? Ich habe Angst, dass die Viecher uns auf den Kopf fliegen. Huch, haben wir denn noch Clean Stones? Ah, das passt ja super. Das passt ja perfekt. Komm, ich schreibe mal gleich die Monster sonst aus. Ich habe keine Lust, dass die uns hier gleich wieder vollstöhnen. Und zwar, ich wollte... Nee, ich schalte ihn nicht aus. Ist ja doof. Ich wollte eigentlich... Wie macht man nochmal, warte mal, Werkbank, Stone Slabs? Ich wollte so eine kleine Küche bauen vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Ja, wer hat mal so eine Idee? Mal wieder so? Mal wieder so eine Idee, genau. Sorry übrigens nochmal, ich muss auch nochmal sagen, die Qualität wird jetzt wieder schlecht sein. Das Bild wird wieder langgezogen sein. In der letzten Folge habt ihr es ruckelfreier gesehen und das Bild war normal. Ja, das liegt daran, weil ich das da mal wieder mit Sony Vegas rendern konnte. Aber da jetzt ja bei Sony Vegas immer alle paar Minuten sich mein Laptop aufhängt und die Festplatte wie Sau quietscht, muss ich das wieder alles mit Windows 8, mit Corel rendern und deswegen ist das Bild so lang gezogen und Qualität schlecht und es ruckelt ein bisschen. Also bitte nicht wundern und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Also ja, bitte nicht wundern, wieso das Bild schon wieder so doof ist. Und ja, worüber lache ich gerade? Sag mal, wo sind die scheiß Slabs jetzt? Au, bin ich voll mit der Hand gegen den Laptop gekommen. Oh, sag mal, haben wir hier noch keinen Stonecutter? Na, können wir uns ja eben einen craften. Wir haben ja noch, wir sind ja nicht arm, also von Stein her. Das baue ich natürlich später noch um. Und zwar war... Scheiße, jetzt habe ich einen Ofen gecraftet. Ach, Kacke. Oder? Habe ich jetzt einen Ofen? Oh Mensch, ich wollte einen Stonecutter craften. Was soll das denn jetzt? Hier, Stonecutter. Mensch. Drück einfach mal auf den falschen drauf. Der hat leider noch einen Fehler. Hier, so in den Texturen, wie man sieht. Muss ich noch beheben. Ja, genau, haben wir hier... Ach, guck mal, Quarz, da könnten wir auch mal was draus bauen. Oh, Sandstein, da fällt mir gerade was ein. Wir könnten doch vielleicht... dass wir vielleicht da so ein, im Berg uns da halt so ein kleines Haus reinbauen, also wie schon gedacht, und dass wir dann da vielleicht, das müssen wir ja auf jeden Fall noch größer machen, dass wir das vielleicht mit Räumen einteilen und dass wir da vielleicht auch, na wie heißt jetzt,
so einen kleinen Pool da reinbauen oder irgendwie draußen einen Pool oder so und dann schön so mit Sandstein umgeben. Wäre doch eigentlich nicht schlecht, oder? Sorry, dass ich heute nicht so, was weiß ich. Ich rede, glaube ich, weniger als sonst. Tut mir leid. Aber ich wollte ja wieder aufnehmen und ich sage das jedes Mal. Das ist unglaublich. Und ja, Stones Labs. Ach geil, Stones Labs. Warte mal, ich wollte eigentlich Double Slaps haben. Kann man auch Double Slaps machen? Hallo, ich wollte doch Double Stones Labs. So, und ich habe mir so gedacht, für die Küche machen wir das ganz einfach so, dass man hier irgendwo reingehen kann. Das Bett müssen wir noch umstellen. Und dass man dann hier, komm, das Bett, das. Huch, scheiße. Zombies hört man auch wieder. Ich habe mir das so gedacht, dass wir vielleicht hier so eine kleine Küche reinbauen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das bauen soll. Ich habe mir jetzt. Ah, guck mal, das geht, das ist schon mal super. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen gedacht, dass wir so eine Mauer rumziehen. Sag mal, ist die Küche jetzt zu klein oder zu groß? Schon sind die auch wieder leer, die Stone Slabs. Und dass wir dann hier vielleicht irgendwie so einen Eingang reinmachen und hier so. Das erinnert mich irgendwie so an so eine Theke und alles. Das wären hier vielleicht. So groß braucht das jetzt hier aber auch nicht sein, oder? Oh, Mensch, Viecher, jetzt haltet doch mal die Schnauze, die gehen mir auf den Sack, ich töte die gleich. Ab der nächsten Folge bin ich übrigens wieder motivierter. Ich bin jetzt gerade nicht so motiviert, weil es spät abends ist. Spät ist auch wieder übertrieben, es ist 19:04 Uhr, aber naja. Ich wollte, wie gesagt, wieder aufnehmen. Und ja. Ja, was wollte ich gerade machen? Jetzt habe ich das vergessen. Scheiße. Oh Mann, ich vergesse hier alles. Ach genau, also den Ofen, den können wir auf jeden Fall, den haben wir ja noch im Inventar, ne? Der passt ja schon mal gut in die Küche, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, sieht das jetzt überhaupt gut aus? Ihr könnt mir natürlich auch noch in die Kommentare schreiben, wenn das jetzt total doof aussieht, dann ändere ich das wieder um. Ich kann das alles wieder abbauen. Wir sind bei Minecraft. Und ja. Wo stellen wir den Ofen denn jetzt hin? Ich kann mich heute Abend gar nicht konzentrieren. Aber ich wollte wieder aufnehmen, sagt es keinem. Gut, wo baue ich wo baue ich denn das Scheißding jetzt hin? Hier so? Nee, oder? Oh Mann, ich habe gerade so keinen Plan. Vor allem, das müssen wir noch weiter ausbauen. Hier ist ja kaum Platz dafür, für das, was ich noch so vorhabe. Das ist ja noch lange nicht alles, was ich hier vorhabe. Das ist noch lange nicht alles. Keine Sorge, ne? Nicht, dass da jetzt jemand was Falsches denkt. Vielleicht mache ich die nächsten Folgen auch mal wieder eine Stunde oder so mal lang. Das sage ich zwar auch immer, aber ich meine das jetzt auch mal wieder ernst, weil. Oh, scheiße, jetzt habe ich mich verbaut. Schöne Clean Stone. Ja, weil ich muss auch mal wieder vorankommen hier. Nächste Folge wird dann Mitte nächste Woche kommen oder irgendwie sowas, denke ich mal. Gut, das Bett. Ach Scheiße, Kackmonster. Ja, das ist natürlich super. Ja, genau, das ist super mit den Monstern. Ich krieg noch mal zu viel. Ach Scheiße, ist ja auch falsch. Ich muss noch mal ein paar Slabs machen, craften. Ach, muss ich auf diesen doofen Stone Cutter auch wieder raufgehen. Finde ich ein bisschen überflüssig. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, ich habe mir das jetzt so gedacht, dass. Ah, jetzt muss der Ofen da auch wieder weg. Wumm. Und dann habe ich mir das Ganze so gedacht, dass man. Oh, die Viecher nerven. Dass es hier so eine kleine Theke ist, dass wir da hinten so eine Küche haben. Vielleicht können wir hier auch so einen Essensraum komplett machen. Oder ich weiß nicht, oder mehrere Zimmer einteilen. Da müssen wir es aber noch weiter ausbauen. Tut mir übrigens leid, dass die Folge jetzt so kurz ist, mal wieder. Ich wollte die eigentlich länger machen, aber wie gesagt, bin zu unmotiviert und. Ja, ich wollte aber wieder eine Folge machen. Und. Warte mal. Ich überlege da gerade. Ach, den Ofen können wir auch wieder hinstellen. Oh, nee, ist die Spinne jetzt schon wieder vom Fenster? Das hatten wir doch letztens auch gehabt, dass so eine süße Spinne da vom Fenster war. Ja, ich sehe nichts. Gut, Ofen dahin. Und dann lasse ich euch einfach mal weiter entscheiden. Tut mir leid, dass die Folge so kurz war. Die nächsten werden auf jeden Fall länger werden. Mindestens 20 Minuten wird die nächste Folge werden, lang werden. Und da werde ich hoffentlich wieder motivierter sein. Und die wird dann Mitte nächster Woche kommen, denke ich mal. So. Ja, genau, denke ich mal so. Und ja, dann würde ich mal sagen, bitte schreibt mir mal alles. Schreibt mir mal ganz viel in die Kommentare, wie ihr das so.
was ihr so denkt, wie ich das hier ausbauen könnte, dieses Berghaus hier. Ob das so eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee, ob ich das wieder wegmachen soll oder stehen lassen soll oder umändern soll oder was weiß ich. Und wie ich das machen soll, ob ich das hier noch weiter ausbauen soll, mehrere Räume machen soll oder ob ich nur diesen einen Raum machen soll oder hier Tische mit hinbauen oder was weiß ich. Ich weiß das nicht so genau. Ich halte mich da lieber an euch und bevor ich hier wieder irgendwas hinbaue, was niemandem gefällt. Jo, und ich würde da mal sagen, danke wieder fürs Zuschauen. Sorry, dass wir in 10 Minuten gerade mal so ein paar Slabs hier hingebaut haben. Tut mir wirklich leid, aber. Ja, wie gesagt, ich lasse euch natürlich mitentscheiden und hab jetzt ja auch, bin zu unmotiviert. Deswegen sage ich da mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute und danke schön fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr übrigens. Über 980 Abonnenten habe ich jetzt schon. Und das ist so geil wie immer. Ich bin nicht like-geil oder so, aber ich freue mich immer sowas von über eure Likes, ne? Also, das ist ja im Moment immens. Wie heißt das jetzt, immens? Zumindest sehr rapide angestiegen mit den Likes. Das finde ich schon geil. Also. Danke an euch. Freut mich wirklich sehr. Und ja, Hater übrigens sind mir scheißegal. Können ruhig 100 Dislikes sein. Das stört mich nicht. Wollte ich nur mal so gesagt haben, weil ich im Moment ja mehr Dislikes bekomme. Aber das stört mich nicht. Ich lache da meistens immer drüber. Also, ne, also Hater ist mir scheißegal, wenn ihr 100 Dislikes oder sowas gibt. Und jo, dann würde ich mal sagen, Alter, wie komme ich eigentlich auf sowas? Naja, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, beim nächsten Mal motivierter, längere Folgen. Ich halte mich an euch. Und ja, und ich bin gerade ein bisschen dumm. Ich rede hier nur Quatschmüll. Mann, ey, komme mir gerade vor, als hätte ich Drogen genommen. Nein, Spaß. Gut, dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, bis nächste Woche, Mitte nächster Woche oder so. Und ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.